Willkommen zurück. Ja, der Sudan hat jetzt auch die Unabhängigkeit erklärt. Das ist zwar sehr schön, dass hier fast hier oben in dem Bereich alle schon unabhängig sind. Für mich ist das allerdings sehr schlecht, weil ich nämlich nicht vorankomme. Das heißt, ich muss weiterhin warten darauf, dass hier im Endeffekt irgendwann sich einer erbarmt und meine arme Seele rettet und dann hoffentlich demnächst endlich die Sachen fertig werden. Und wenn sie fertig sind, dann hoffe ich doch sehr darauf, dass ich dann endlich zumindest meinen Brückenkopf erobert kriege, nämlich Eritrea, diese kurze kleine Inselchen, was da oben irgendwie noch so rumdümpelt, was eigentlich gar nicht mehr existiert, aber doch irgendwie existiert und naja. Zumindest, sofern das fertig ist, greife ich an. Von da aus geht's nach Äthiopien oder in den Sudan, weiß ich noch nicht. Und dann schauen wir weiter. Ja, soweit erstmal der Stand. Ich würde sagen, bis später. So, willkommen zurück. Wir sehen, geht weiter. Die Unabhängigkeiten gehen voran. Leider alle nur im Norden, nichts im Süden. Ich habe keine Ahnung warum. Es ärgert mich auch ein bisschen. Und ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll, damit ich da was tun kann. Im Moment habe ich gerade noch mal ein bisschen Landwirtschaft gebaut. Aber so an sich sieht es hier passabel aus. Na, vielleicht auch doch nicht. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Vielleicht sollten wir doch noch mal ein bisschen was tun. Noch mal in die. Hier in die Infrastruktur investieren. Haben wir noch was wir brauchen? Oha. Bauholz scheint auch nicht gerade das zu sein, was wir hier jetzt in Hülle und Fülle haben. Dann bauen wir eben noch was. Jetzt kommt der spannende Teil. Das mit dem Wasser ist nämlich nicht so einfach. Naja, was heißt nicht so einfach, aber das ist sehr kostenintensiv, weil wir wieder so viele Sachen anpflanzen müssen und im Endeffekt dabei wenig rumkommt. Machen wir erstmal richtig Wasser. Auch bei der Kohle sollten wir vielleicht nochmal nachlegen. Selten sowas gehabt, dass ich mich so verschätzt habe, was die Einschätzung meines eigenen Landes betrifft, aber so kann es gehen. Das liegt aber einfach daran, dass wir hier relativ viel brauchen. So, ganz viele neue Baustellen. Mal gucken, wann die fertig sind. Ich vermute, es wird dauern. Aber das werde ich jetzt auch nicht hier zeigen, deshalb bis später. Und willkommen zurück. Wir sind jetzt soweit, dass ich sage, ach komm, es geht hier eh nicht mehr voran. Die Unabhängigkeiten der anderen Länder dauern viel zu lange. Deshalb beschleunigen wir das jetzt ein bisschen. Und fangen mal damit an, dass wir das erste Land hier aus dem Winterschlaf reißen. Und das wird Sambia sein. Wenn ich mich richtig entsinne. Oh ne, Sambia ist es gar nicht. Mosambik ist es. Ich habe nämlich festgestellt, hups, wir sind ja eine relativ starke Militärmacht inzwischen. Und wir haben ein so hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Damit kann weder hier die komischen Mosambikaner mithalten, noch können es die Portugiesen. Die dümpeln nämlich irgendwie noch bei schlappen 1000 rum. Da ist jetzt eher die Frage, gehen wir dann in die Vollen und machen tatsächlich den Schritt nach Europa oder machen wir es nicht? Ich gucke jetzt erstmal, dass ich hier noch ein paar Pershings hinkrieg.
setzen wir nochmal so 10 Stück auf die Liste. Und setzen vielleicht nochmal ein paar Aufklärer dazu. So, und dann hoffentlich sind wir auch so weit, dass wir hier die Infanterie mal ein bisschen rauslassen oder rausnehmen. Wupp. Und dann sollte es losgehen. Also ich würde sagen, auf wie geht's mit Gebrüll. Und weil wir ja auch ein aggressives Völkchen sind, nehmen wir hier die volle Power. Diplomatie, Krieg erklären. Und wir sagen mal, los geht's. Kriegserklärung gegen uns. Jo, da sagt Portugal nicht mit uns. Das kann ich nachvollziehen. Nichtsdestotrotz werden wir hier natürlich versuchen, möglichst schnell hier die Fronten zu klären. Schicken jetzt auch mal unsere Zerstörerpatrouille alle raus. Was sagt eigentlich die Baustelle da? Produktion. Die sagt, da ist noch ordentlich was in der Pipeline. Okay. Dann bauen wir hier nochmal eine Marinefabrik. Okay, machen wir das so. Die Hauptmarinefabrik, in der Hoffnung, dass wir die irgendwann mal brauchen. So, zurück zum Kriegsgeschehen. Es bewegt sich hier leicht und langsam voran. Auch wenn unsere motorisierten Fahrzeuge hier in der Pampa irgendwie nicht so schnell vorankommen. So, jetzt hat er wieder Straße. Hoffen wir mal, dass das reicht. Da, Portugal ist angekommen, eingetroffen. Gucken, wo wir auf Portugal treffen. So. So, next part hier. Okay, hier gibt's auf jeden Fall mal Feuer. Und hier gibt's jetzt richtig Krach. Mal schauen. Gegen wen kämpfen die denn da überhaupt? Ach, gegen die Garnison kämpfen die, alles klar. Ja gut, die Garnison ist jetzt nicht so das Problem. Zumindest sieht es nicht so aus. Also ich muss ja sagen, dafür, dass ich dachte, dass das eigentlich alles relativ langsam geht, oh, geht das hier ganz gut. So, Stadt da oben ist erobert. Oder zumindest die Industrieanlage ist erobert. Da hinten ist noch eine Garnison. Und irgendwer ist hier hinten ganz, ganz flott. Aber hier scheint es auch noch Handlungsbedarf zu geben. Und da hinten ist nämlich mosambikanische Truppenbewegung. Aber bisher ist der Widerstand doch reichlich niedrig.
Da vorne könnte jetzt Ärger auf uns zukommen. Ich hätte irgendwas an Schiffen gesehen. Na, mal schauen. Da sehe ich Schiffe. Davon nicht zu knapp. Oha, da werden jetzt plötzlich ganz viele Sachen abgezogen. Das gefällt mir jetzt weniger. Oh, hier gibt's Ärger. Da werden die Transporter ganz entspannt abgefangen. Sehr gut. Jeder Transporter, der nicht an sein Ziel kommt, ist ein Gewonder für uns. Nichtsdestotrotz fehlen uns hier offensichtlich noch Städte. Zombia gehört zu Großbritannien. Davon sollten wir die Finger lassen. Das ist alles Großbritannien. Das ist auch Großbritannien. Nicht so gut. Das ist alles Großbritannien. Das sollten wir vorsichtig angehen, wenn wir da in die Richtung marschieren. Oh, hier haben wir aber größere Ansammlung. Eieieiei. Na, eigentlich müsstet ihr doch hier eigentlich mit entsprechend der Manpower auch gegen ankommen, meine ich doch. Eieiei. Nee, wir brauchen kein diplomatisches Angebot da. Das bringt alles nichts. Also. Erster Stand. Bisher wenig Widerstand. Und der Widerstand, der da ist, hält sich in Grenzen. Ja, ich würde sagen, dafür, dass das jetzt der erste Angriff war, hat das gut geklappt. So, fehlt eigentlich jetzt nur noch... The Big Final. So. Oha, jetzt wird's kritisch, jetzt. Oh, doch nicht. Hätte ich jetzt mit Schlimmerem gerechnet. So, und nun müsste das doch irgendwann mal auch aus und vorbei sein hier. Ich sehe keine weiteren Städte. Okay, es gibt immer eine. Etwas, wo Städte rumstehen. So, wo wollt ihr jetzt hin? Alles wandert nach oben. Nichts passiert hier. Währenddessen nistet sich der Feind direkt vor unserer Haustür ein. Immer eine gute Planung. So, jetzt ist aber auch endgültig mal Feierabend hier. Geht doch. Zukunftsprognose gibt es nicht. Annektieren wir. Annektation. Gibt keine Zukunft für Mosambik. Gibt nur eine Zukunft als Südafrika. So. Sehr gut. Wir haben ein ganzes Stückchen Land erobert und
befinden uns auf mehr oder weniger direktem Kurs gen Norden. Ja, nicht ganz so direkt, aber das ist ja egal. So, jetzt die Frage der Fragen. Wir haben ja im Moment ganz viele... Also sind die bald mal fertig? Ne, sind sie nicht. Okay. Wir haben hier ja so viele Reserven. So, die können erstmal alle mal raus hier. So, alle mal raus. Raus, 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 raus und raus. So, die dürfen auch nochmal schön raus. Alles, was rausgehen kann, geht jetzt raus. Um die Sicherung der Küste abzuklären. Norwegen, Südafrika, ach Gott. Was haben wir denn hier für Inseln? Heidewitzka. Ist das denn England? Großbritannien. Die Falklands. Yep. Unter aktuellem Stand würde ich jetzt sagen, schnappen wir uns mal eine Truppe von 5-6 Booten und marschieren. Mal dahin. In der Hoffnung, dass die jetzt alle mal hier. Und wie ist es jetzt mit euch hier? Irgendwo. Müsste doch jetzt was sein. Oder ist das hier gefährdeter Bereich? Okay, da unten, da hinten ist scheint immer noch problematisch zu sein. So. Ich hätte jetzt gern trotzdem immer noch den So, was ist denn jetzt hier? Seetransport. Oh, wie geht's? So. Und damit ab nach Portugal.